Wir wollen eine Räuberbande! Du sollst unser Hauptmann sein! Du musst unser Hauptmann sein! Karl ist der Erstgeborene und dem gelingt alles. Er ist der Lieblingssohn, der ist klug. Und Franz neidet ihm das und möchte auch der Erstgeborene sein, möchte auch der Liebling des Vaters sein und ist auch eher unansehnlich. Das ist nicht Karls Problem. Aber Karl hat damit überhaupt kein Problem, sondern merkt das erst, als Franz über ihn Gerüchte ausstreut und dem Vater erzählt, dass Karl gewalttätig ist, Karl dies und das getan hat und der Vater ihn daraufhin verstößt. Und dann nimmt das Drama seinen Lauf. Mit 7 anderen, die er mit in sein Luderleben gezogen, dem Arm der Justiz. Also was mich an dem Stück interessiert, ist tatsächlich dieses Thema eines fehlenden Elternhauses. Also das ist vielleicht sehr psychologisch gedacht oder so, aber ich finde, dass da der Ursprung von vielen, vielen Unheil auch liegt, auch leider immer noch heute. Natürlich gibt es auch mittlerweile Familientherapien, das hätten die auf jeden Fall mal gebraucht. Aber ja, die Frage, was treibt einen dazu, so fanatisch, fatalistisch zu werden, dahingehend, dass man, also wie beide Brüder ja mordend in der Welt unterwegs sind dann. Also die Frage ist, wie wird ein Mensch so tatsächlich, wie ohne Reue oder ohne Gefühle anfängt, mörderische Pläne zu schmieden und die auch tatsächlich auch umsetzt, also jetzt zu meiner Rolle. Deinem Gehorsam befehle ich dir, morgen darf Karl nimmer unter den Lebendigen wandeln. Also tatsächlich spielt es für mich beim Spielen überhaupt keine Rolle. Irgendwie fühlt sich es tatsächlich so ein bisschen männlich an, weil man so eine Härte und so eine Coolness irgendwie doch immer mit männlich konnotiert. Aber ich bin da eben ich, die diese Texte sagt. Ich sage ja auch bei dieser männlichen Rechte, aber das sage ich einfach so, als ob es eine Redewendung wäre sozusagen. Ja. Also das ist jetzt meine dritte Arbeit mit Michael Thalheimer. Und die erste Arbeit mit ihm war ganz, ganz toll. Also war irgendwie sehr, was sehr Neues für mich. Es ist ja schon eine sehr spezielle Form in ihrer Genauigkeit und in ihrer Eingeschlossenheit vielleicht und darin aber auch die Freiheit entdecken müssen und so weiter. Also es war eine tolle Erfahrung für mich und das hat sich jetzt über die zweite und jetzt auch über die dritte Arbeit so fortgeführt, dass es mir persönlich total Freude macht als Spieler, diese Form zu spielen oder diese Form zu bedienen vielleicht auch. Aber das, ich habe gar nicht so das Gefühl, ich bin irgendwie eingezwängt. Das hat vielleicht auch mit der Figur zu tun oder der Rolle irgendwie, die irgendwie frei dreht und so spinnert ist und irgendwie verrückt wird und so. Da hat man vielleicht noch spielerisch noch mehr Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, allein körperlich oder so, da was auszuagieren, als vielleicht auch KollegInnen jetzt auf der Bühne, was dann doch eher sehr statisch ist. Und dann die Losung zur Freiheit. Es war ein Knall! Ich finde, dass es so ein bisschen was über die Sinnlosigkeit von Gewalt und Wüten erzählt. Also wenig Reden und viel Wut und Toberei führt zu nicht viel. Und so endet dieses Stück leider auch. Missgunst und Hass führt zu Tod und Ödnis.